Aha. Das macht der kleine Ziege nicht. Servus miteinander, heute mal wieder an der Michi und heute zeige ich euch den Ziege nicht. Also beim Ziege nicht, gell, geht es einmal da drauf an, dass man den Ball so schmeißt, dass der Verteidiger den Ball nicht mehr sieht. Gell? Daher Ziege nicht. Wenn du das schaffst, gell, dann hast du es geschafft. Und das ist ein bisschen schwierig, so ein Lor ist, geht ja noch. Erst einmal musst du einmal schaffen, dass du den Ball so ans Bredel wirfst, dass der Ball wieder zurückkommt. Gell? Das schaffen schon viele nicht. Gell? Also erst einmal probieren. Und dann muss man halt schauen, erst einmal treffen. Das ist dann einmal Zielsicherheit, gell? Ganz wichtig. Und dann natürlich noch, mit was für einer Kraft, mit was für einem Schmalz du den dagegen wirfst, dass er auch wieder zurückkommt. Gell? Das ist ja bei Bredel zu Bredel ein bisschen unterschiedlich, gell? Weil ein Bredel ist ein bisschen härter, dann ist er ein bisschen wackeliger. Das ist auch, muss man schauen, muss ein bisschen probieren und dann schauen. Und dann natürlich, wenn der Verteidiger auch noch da ist, gell? Ganz schwierig, dass der Ball über den Verteidiger umgeht. Allerweil. Ja, aber wenn du ein bisschen übst, gell, wirst du es schon schaffen. Also, Feedback geben. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Michi. Bayern sind wir super! Mit mir, Bayern sind wir super! Mit mir, Bayern sind wir super! Mit mir, Bayern sind wir super!